Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Steep. Ich bin's wieder, eure ThimbleTech, und wir starten in ein weiteres schneebedecktes Abenteuer. Und ihr hört, meine Stimme funktioniert immer noch nicht richtig. Das tut mir echt leid. Wie können wir denn so eine Empfehlung spielen? Keine Ahnung. Wo bin ich überhaupt? Ah, okay. Falsche Richtung. Ich möchte bitte da runter. Mann, du behinderte Missgeburt! Leute, ich muss euch leider mitteilen, dass das auch die letzte Folge Steep sein wird, weil ich verliere. So langsam eben Spaß am Spiel, weil, also es macht auch wirklich. Es ist zu behindert, es macht keinen Spaß mehr. Ich bin nicht so gut darin und so langsam verliere ich halt echt die Lust und ich werde das Ganze dann beenden und werde dann irgendwas anderes spielen. Mal gucken, was es sein wird, aber Steep ist es nicht mehr. Es hat mich jetzt auch schon eine ganze Weile begleitet und das darf jetzt mal zu Ende gehen, sag ich mal. Ihr merkt auch, es funktioniert auch einfach nicht mehr. Es macht mir wirklich nicht mehr wirklich Spaß. Es geht zu Ende mit dem Spiel. Oh, lieber Gott, ich nein! Glaub, das Besten, was ich spiele echt zu viele Nintendo-Spiele. Halt die Fresse. Oh, lieber Gott, ich glaub, das ach, das habe ich doch schon mal probiert und das hat nicht funktioniert. Ist nicht so schwer.
Nee. Lag ich heute nur. Okay, immerhin Silber. Schneeengel. Wie soll ich das denn hinkriegen? Nein!
Ich brauche saubere Landung. Okay, reicht. Red Bull gibt gerade echt Vollgas. Zum Beispiel organisieren die Mörder Events wie dieses, wo nur die Besten der Besten antreten dürfen. Und du gehörst dazu. Hier geht es um Kreativität. Also versuch ruhig die ganz großen Tricks. Zeig dem Publikum, was du drauf hast. Dieses Ultranatural ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann. Na dann. Funktioniert hier richtig gut. Oh Mann, ey. Ow!
Spitzenarbeit. So, oh Gott, es geht eigentlich gar nicht mehr bei mir. Nur noch am Husten. Es tut mir echt leid, dass ihr euch das mit anhören müsst. Uff. Die meisten Springer träumen von dieser Strecke, aber nur die Besten trauen sich da wirklich runter. Du wirst durch felsige Schluchten fliegen, über extreme Schneefelder bis zu einem Eisfeld ganz am Ende. Das wird deine Reflexe und dein Stresslevel ans Maximum bringen. Aber ich garantiere dir, das wird ein verdammt geiler Film werden. Oh Mann. Geht schon gut los, ne? Direkt verpasst. Ich merke schon, das wird direkt nichts werden. Ihr seht, dieses Spiel ist einfach zu schwer für mich. Wer soll das denn schaffen? Und warum lag ich heute so? Ja, bestimmt nur eine Rippe. Schaffe ich nicht. Ach nee, das war das. Hab ich auch keinen Bock drauf. Hab ich auch wirklich keinen Bock drauf. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Echt. Ich zweifle gerade an allem. Nicht mehr motiviert, Freunde. Oh Gott, im Dunkeln. Top. Da sind Bäume. Thank you.
Aber Freunde, das ist auch meine letzte Goldmedaille in diesem Spiel, zumindest vorerst. Ich weiß nicht, ob ich nur eine Pause machen werde oder ob ich erstmal ganz aufhören werde. Wir werden sehen. Mir reicht es auf jeden Fall erstmal. Ja, Level 13 haben wir geschafft, fast 40, ich weiß nicht, wie viele Leute da überall Goldmedaillen und noch mehr freischalten und was weiß ich. Ich bin auch zu faul, den ganzen Kram zu erkunden, um ehrlich zu sein. Demnach, ich mochte das Spiel, aber ich bin nicht gut genug. Wir haben 22 Goldmedaillen erhalten, 28 Silbermedaillen und 33 Bronzemedaillen. Das ist relativ gut. Wir haben immerhin 51 Challenges erspielt. Nur 25 interessante Orte freigeschaltet und 40 Dropzones von 110. Also nicht mal die Hälfte von dem Spiel. Egal. Mir reicht's erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thumbletack. Bye bye, Little Baddies.